Hallo liebe Actionfreunde, heute soll sich alles um den Predator trifft Mortal Kombat Streifen Jiu-Jitsu drehen. Bei dem geht der deutsche Verleih Cape Light äußerst ironisch zu Werke und präsentiert auf dem Backcover folgenden Spruch. Der Nick Cage vs. Aliens Martial Arts Actionfilm, von dem Fans gar nicht wussten, dass sie ihn wollen. Dies umschreibt köstlich den Weg, den Jiu-Jitsu bei Action-Fans genommen hat. Ich möchte dazu einfach einmal auf den Thread zum Film in unserer Action-Fan-Community liquid-love.de/forum verweisen. Diesen habe ich euch auch hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und zeige ihn jetzt gleich hier mal neben mir an. In dem waren die Reaktionen auf die Ankündigung zum Film im Oktober 2018 mittels eines wirklich schrecklich trashigen Artworks wahrlich verhalten. Als Nicolas Cage im März 2019 zum Cast stieß, verstärkte dies den ersten, wenig wertigen Eindruck zusätzlich. Im März 2020 tauchte das erste Poster zum Film auf. Alle Vorahnungen schienen sich zu bestätigen. Mehr als Trash war hier nicht zu erwarten. Das unterstrich ein neuerlicher Posterentwurf im Oktober 2020 zusätzlich. Doch parallel zu dem Poster erschien der Trailer zum Film und plötzlich drehte sich die Stimmung. Da rollte Unfug auf uns zu, aber zumindest unterhaltsam aussehender Unfug. Glaubt ihr nicht? Dann schaut euch selbst den oben verlinkten Trailer doch mal genauer an. Das Wichtigste, konnten sich diese Hoffnungen, dass da unterhaltsamer Unfug auf uns zurollt, bestätigen? Das klären wir jetzt. Worum geht es in Jiu-Jitsu? Alle 6 Jahre zischt ein Komet an unserem Erdenrund vorbei. Mittels eines Portals beamt sich ein mit dem Kometen reisender Außerirdischer auf unsere Erde und verlangt nach den besten Kampfkünstlern der Welt. Stellen sich ihm mutige Menschlein beherzt gegenüber, lässt er unseren blauen Planeten in Ruhe. Drückt sich die Menschheit um den Kampf, droht die allumfassende Vernichtung. Dieses Jahr muss Jake mit ein paar Kumpels ran. Dabei muss Jake, rechts gibt's zumindest seinen Hinterkopf zu sehen, schnell bemerken, dass gegen den schier unbesiegbaren Alien kein Kraut gewachsen zu sein scheint. Nach einigen Irrungen und Wirrungen stellt er sich aber dennoch dem fiesen Fieswicht entgegen. Die Geschichte von Jiu-Jitsu basiert auf einem Comic, das Regisseur Dimitri Logothetis gemeinsam mit Jim McGrath 2017 produziert hatte. Mit seinem Comic-Co-Autor goss Logothetis sein eigenes Comic irgendwann in ein Drehbuch für einen neuen Film. Hier wie dort wird viel Predator mit viel Kampfkunst in einen Topf geschmissen und ordentlich umgerührt. Das Ergebnis wird ganz nebenbei für die Kampfkunst Jiu-Jitsu zu dem, was Stargate einst für die Herkunft der Pyramiden war. Sprich, zu dem ohnehin reichlich vorhandenen Story-Irrsinn kommt auch noch ein ordentliches Pfund Fantasy-Alternativ-Geschichtsschreibung. Interessant ist auch, dass der Regisseur des in meinen Augen sehr gelungenen Kickboxer die Abrechnung aus einem echten Minimum an Story eine Handlung strickt, die es bis kurz vor Schluss schafft, nicht alles ihre Karten offen auf den Tisch zu legen und immer wieder kleinere Überraschungen zu präsentieren vermag. Zudem wird Logothetis Filmgebräu nie langweilig, was freilich auch an den eigentlichen Highlights von Jiu-Jitsu liegt. Okay, in diesem Film gibt es definitiv kein oder nur mega wenig Jiu-Jitsu zu sehen. Aber wenn Namen wie Alain Moussy, Tony Ja, Rick Yoon, Frank Grillo und Nicolas Cage fallen, wissen Fans einfach, was die Uhr geschlagen hat. Ganz genau, 10 vor Action. Und Action gibt es in Jiu-Jitsu reichlich.
dabei ausschließlich Martial Arts Einlagen. Und hier immer wieder Szenen zum Zungeschnalzen. Schon der erste Auftritt von Tony Ja ist einfach nur spitze. Es ist eine lange Plansequenz, in der der Martial Arts Gott aus Thailand um die 20 Lumpen umkloppt, nebenbei Hindernisse erklimmt und Kugeln ausweicht. Direkt danach wird es optisch hochinteressant. Mit Tony Ja fliehen wir im Körper von Alain Moussy vom Schauplatz des aktuellen Geschehens. Wieder ein One-Shot, sprich keinerlei sichtbare Schnitte, wieder mit coolen Choreografien und das alles im First-Person-POV-Stil eines Hardcore-Henry gereicht. Immer wenn Moussy in dieser Sequenz hart getroffen wird, fliegt der Zuschauer sprichwörtlich aus seinem Körper heraus, landet irgendwo in der Szenerie und beobachtet von dort aus, wie einer außerkörperlichen Erfahrung gleich, den Fight, den Alain Moussy dann bestreiten muss. Sobald Moussy dann seinen Gegner umgeklöppelt hat, switchen wir und switcht die Kamera wieder in seinen Körper hinein und wir hetzen wieder hinter Tony Ja her, der vor uns im gewohnt knüppelharten Muay Thai Stil einen Gegner nach dem anderen die Fresse poliert. Eine wirklich tolle Sequenz mit einer wirklich coole optische Umsetzung. Und es hat noch mehr derart optische Schmankerl. Gegen Ende etwa hat Actionregisseur Supoy Kao Wong auch noch die Idee, die Kamera um 360 Grad um ihre eigene Achse drehen zu lassen, immer wieder in einer netten Action-Sequenz. Und das ohne, dass man dabei irgendwie jemals den Überblick verlieren würde. Wirklich Respekt dafür. Interessant ist zudem, dass der Actionregisseur ab der Filmmitte das optische Konzept von Jiu-Jitsu vollkommen umstellt. Plötzlich geht er von den bis dahin zahlreich gereichten One-Shots weg und zeigt dynamisch montierte, mit Schnitten und Perspektivwechseln arbeitende, immer übersichtliche Fights. Das hat freilich auch seinen Grund. Zum einen muss er sichtlich das Unvermögen von Nicolas Cage kaschieren. Zum anderen wirkt der jetzt häufiger geforderte Stuntman Ryan Taran, der im Kostüm des Außerirdischen steckt, durch selbiges häufiger sehr eingeschränkt. Also es bewegt seine Bewegungsfähigkeiten. Schade an der Action ist, dass ihr eine gewisse Wucht abgeht und auch echte Highlights fehlen. Zudem kommen viele Begleitelemente der Action-Szenen, etwa Kugeln, fliegende Waffen oder Mündungsfeuer, genauso offensichtlich aus dem Rechner wie die meisten Bluteffekte. Allgemein hätte Jiu-Jitsu mehr Brutalität gut vertragen können und ja, einige Finisher des Films wirken halt leider sehr harmlos. Das alles sind ganz sicher auch Probleme, die aus dem eher dünnen Budget des Filmes resultieren dürften. Denn auch abseits der Action sieht man, dass der Film nicht allzu viel kosten durfte. Gedreht wurde der Film auf Zypern und hier latschen unsere Helden dann mehr als zwei Drittel des Films nur über Wiesen und durch Wälder. Man erkennt oder man sieht kaum aufwendige Sets und kommen die Helden mal wieder an einen Tempel vorbei. Angeblich soll der Film nämlich in Burma spielen. Sieht man sofort, dass diese Tempel halt aus Einsen und Nullen gebaut wurden. Erst gegen Ende kehrt man dann tatsächlich auch mal in das Innere eines Gebäudes, sprich eines Tempels ein. Doch auch das Setting sieht nun nicht unbedingt so aus, als hätte es mega viel Geld gekostet. Zumindest werden die Naturbilder ganz nett eingefangen und die erdigen Farben passen gut zu den jeweiligen Settings. Das Kostüm vom Alien stammt im Übrigen von Robert Hall und sieht ganz nett designt aus. Wird aber ebenfalls schnell zum Brandherd für ein paar wirklich miese CGI-Effekte. Und sowohl die Predator Vision des Außerirdischen als auch dessen Unsichtbarkeitseffekte sind eher pfui denn hui.
Auch darstellerisch ist hier nichts los. Ja. Die Darsteller wurden freilich gecastet, um ordentlich zu kicken. Und das bekommen hier alle samt und sonders locker auf die Kette. Erwähnen muss man Hauptdarsteller Alain Moussy, der geil kickt, aber mit einem wirklich höchst seltsamen Helden gestraft ist, den er spielen soll und dem er wirklich keinerlei Heldenpotenzial zu entlocken vermag. Und dass meine Eingangsthese zu den Darstellern stimmt, sieht man vor allen Dingen an Tony Jaa, der bis auf eine Zeile Dialog nichts zu sagen hat und stattdessen immer wieder seine Fäuste, Knie und Beine sprechen lässt. Ist ja auch was. Ein absoluter Pluspunkt des Filmes ist Nicolas Cage. Der übernahm eine Rolle, die ursprünglich für Bruce Willis vorgesehen war. Doch der schied letztlich aus Gründen aus, was auch gut ist. Denn Cage adelt den Film mit einem herrlich kaputten Overacting, das in jeder Szene zu rufen scheint: Ich weiß genau, in was für einem Schlons ich hier mitspiele, ist mir aber Wumpe. Absolut köstlich, ja. Und das hätte ein Bruce Willis so nie verkörpert. Leider war Cage ganz im Bruce Willis-Style nur 3 Drehtage vor Ort und dabei kamen leider nicht allzu viele Szenen zusammen. Auf jeden Fall aber rockt sein Kampf gegen das Alien wirklich, wirklich steil. Was am Ende bleibt, ist ein irrer Mix. Die Story von Jiu-Jitsu ist der pure Schlons. Kudos von meiner Seite für die Eier in ein paar Nebensätzen, die Ursprünge der uralten Kampfkunst Jiu-Jitsu so durch den Fleischwolf zu drehen, wie es hier geschehen ist. Der Rest ist einfach seltsam, hirnverbrannt und herrlich dämlich. Dabei aber niemals langweilig. Ganz im Gegenteil. Vor allem als Action-Fan wird man trotz diverser Mankos ordentlich von Jiu-Jitsu unterhalten. Wenn ihr ganz im Beyond-Skyline-Stil Martial Arts Wirbelwinde auf ein nett designtes Alien prallen, kommt wirklich Freude auf. Etwas mehr Mut oder auch Geld zu herzhafterem Splatter und ein paar echte Highlights mehr und Jiu-Jitsu hätte von mir eine bessere Bewertung erhalten als nur 2,5 von 5 möglichen Alienköppen. Dementsprechend könnte und sollte jeder Actionfan mal einen Blick bei Jiu-Jitsu riskieren. Eine gewisse Affinität zum Trash ist dabei aber sicherlich von Vorteil. Ganz ohne Hang zum Trash könnte Jiu-Jitsu hier und da schwer verdaulich rüberkommen. Die deutsche DVD und Blu-ray zum Film kommt, wie eingangs erwähnt, von Cape Light Pictures. Und freilich gibt es das gute Stück natürlich auch auf den verschiedensten Video-on-Demand-Portalen zu kaufen und zu leihen. Das Ganze kommt mit einer Freigabe ab 16, ist in dieser Form ungeschnitten und hat leider keinerlei Extras zum Film zu bieten. Jetzt bleibt mir nicht viel mehr, als euch viel Spaß mit dem Film zu wünschen. Ich freue mich auf eure Kommentare zu dem Streifen. Die könnt ihr ja gerne hier unter das Video posten oder in unserer Actionfreunde-Community liquid-love.de/forum. Auf unserer Actionfreunde-Seite findet ihr noch mehr Actioner von Tony Jaa, Alain Moussy, Frank Grillo oder Nicolas Cage. Und wer nicht lesen will, der kann auch in unseren Podcast Fratzengeballer hineinhören. Ebenfalls zu finden auf actionfreunde.de. Bis dahin, ciao.